Yo, was geht ab, Leute? Willkommen beim neuen Video. Heute mit den zwei Tiger Ghost Part 109. 109 Videos schon auf Tiger Ghost. Ja, 109 Videos. Ja, wir fangen an. Wir werden ein paar Hydra-Truhen aufmachen. Wir werden switchen. Wir werden 6.7. abholen. Wir werden schon Sachen kaufen. Ja, hier habt ihr ein paar Hydra-Truhen. Da habe ich gedacht, komm, schneide ich doch mal nochmal rein, weil wir einen magischen gezogen haben. Aber wisst ihr natürlich, was mit dem magischen passiert. Wir werden immer mal wieder machen. Man gammelt immer mal wieder, aber jetzt habe ich doch ein bisschen mehr Fokus. Aber ich habe tatsächlich jetzt noch, werdet ihr im nächsten Video sehen, ganz viele Königsbeute golden aufgemacht. Ja, werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Da haben wir dann hier die Mobbrüche nochmal auf den neuen probiert und hat nicht geklappt. Ich wollte gerade ein Wort sagen, aber ja. Lassen wir es immer wieder mal tryen. Dann haben wir Razador gemacht viel, auch wegen den Königskarten. Da kam ein Granatum raus und einfach mal ein Legi rausgezogen. Also das empfehle ich euch sehr, wenn ihr Razador macht und da drinnen seid. Nehmt die Missionsbücher 3 mit und macht die Quests, ja. Also beim Zweier, also Missionsbuch 2, bekommt ihr bei der letzten Quest so ein Core Draconis ohne Roh, also der heißt nur Core Draconis, der kann von jeder Klasse einen rauskommen. Und bei dem Missionsbuch 3 könnt ihr von jedem eine Quest einen bekommen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde, nebenbei, wenn ihr da eh farmt oder wenn ihr einen Raser macht oder irgendwas anderes, macht die mit, kauft die auf dem Markt auf, sammelt die, lohnt sich. Ja, habt ihr gesehen, Legi probiert, hat nicht geklappt, ich weiß gar nicht, ob dem schon Mitch geklappt hat. Dann 6.7. abgeholt auf dem Helm, hat auch geklappt. Dann machen wir immer wieder zusammen, selbst zu zweit, zu dritt machen wir auch Razor, klar, aber macht Spaß, geht schneller. Machen wir mit der Gilde immer wieder zusammen, dann hatten wir ja 5 Kisten und dann haben wir ja die Nimmer aufgemacht. Und aus der letzten Öffnung kam Titandioxid raus, mega gefreut, mega nice. Ja, die Blitzrüste lasse ich erstmal plus 6, werde ich erstmal glaube ich nicht abnehmen, ich habe auch Titandioxide alles verkauft. Dann seht ihr hier, haben wir noch einen HTA plus 9 gekauft, die sind auch momentan sehr gestiegen, haben wir ein paar Switcher geholt. Haben die draufgezogen, da dachte ich mich, ja, Dranken wollte im Video mit sein, ne? GF Plus, vielleicht kommt da ja was Gutes drauf. Habe ich mir gedacht. Ja, was kam hier drauf? Kam auch nur, ja doch, 10 Wind, 20 Teufel, 3 dB, habe ich gelassen. Ist noch im Shop, ist nicht weggegangen. Ja, dann hier ein Switcher danach, 15 Blitz, 5 dp Absorb, 20 Doppelrob, ist auch noch im Shop. Weiß ich nicht, was es ungefähr wert ist, aber kann man ja für mehr Sachen benutzen. Da seht ihr, haben wir uns nochmal den GF Plus abgeholt. Ich sehe die Bonis gerade nicht richtig, die seht ihr besser. Bei mir ist wieder so ein kleines Fenster. Ist wieder verschwommen. Ja, dann haben wir noch ein HTA. Ich glaube, das ist das auch, nee, das ist ein 6er. Weil 9er hat dann wieder das Young gefehlt. Dann kam hier 2 KTP 15 Wind drauf. Wollte ich eigentlich wegswitchen, aber da haben die gesagt, ey, lass, vielleicht braucht es irgendjemand. Das ist auch, glaube ich, tatsächlich direkt weggegangen für 8 Wonnen. Ja, dann hatten wir hier noch 80, ich glaube 18 Truhen an der Zahl, seht ihr, Young hatte ich nichts. Außer ein Bon vielleicht. Aber kein, oder weiß ich gar nicht, aber kam auf jeden Fall gut Young raus, plus ein Ei und plus der Rest, plus Restzeug, also mega nice. Hat auf jeden Fall gelohnt, hatte ich nämlich im Laden drin, die ging nicht weg und ich hatte keinen Cash mehr. Ja, dann haben wir nochmal Switcher geholt, das waren dann genau das Dreier. Dann haben wir das auch gedreht. Dann kam wieder 1 KTP, 15 Wind, 5 DP Absorb, 4 Teufel. Das ist auch instant weggegangen, habe ich auf den Markt gestellt. War halt nur ein 3er HTA. Ging aber direkt weg, mega nice. Ja, dann hatte ich noch einen Switcher über, da meinte ich, Stadi, komm hier, ich wollte einen Helm. Drehen wir mal Helm. Kam leider nichts Gutes drauf. Machst du nix. Passiert. Ja, dann werde ich jetzt, ihr seht ihr, da gebe ich tatsächlich viel Geld aus. Für 6.7. wollte ich schon sagen. Für Zaubern Plus immer wieder mal auf die Dolch schauen. Vielleicht haben wir mal irgendwann Glück. Ich glaube, in den vor 4 Videos hatten wir da einmal 30 DSS, also rechts 30, links 34. Leider kein DB, sonst hätte ich vielleicht gewechselt. Ja, dann hat hier 6.7. beim SAP geklappt. Bonus weiß ich gerade nicht. Ich kippe momentan nämlich 3 SAP ab. Ja, dann hier nochmal Jade. Ich weiß nicht, war das jetzt Legi oder Schliffjade? Ich glaube, das war nur Schliff. Dann hier nochmal Onyx. Und da kam auch tatsächlich wieder ein Legi raus. Das war, das wie gesagt, das lohnt sich. Leute, macht es. Macht das ruhig mit, aber wie wir uns kennen, ne? Nehmen wir noch einen und probieren und der hat leider nicht geklappt. Machst du nix. Haben wir noch einen gekauft? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wenn du 2 abst und der klappt trotzdem, bist du trotzdem noch ein Plus. Der hat dann auch geklappt. Ja. Weiß gar nicht, die Bonus. Sehe ich gerade nicht. DB. Ah, wir haben den sogar auf klar gehabt. Stimmt, da war ja was. Haben wir noch einen gekauft, weil die billig waren und auf klar probiert und der hat auch geklappt. Der müsste, genau, stimmt. Der ist für 17, 18 Wochen weggegangen. Der ist auch schon weg. Haben wir wieder ein bisschen Plus gemacht. Ja, dann haben wir hier nochmal ein paar Truhen, die ich selber gefarmt habe. Ja, die waren selber nochmal bodenlos. Und die goldenen auch. Machst du nichts. So, was kam noch so im Video? Weiß ich gar nicht mehr genau. Sehengürtel, der ja auf letzten Mal auf plus 9 Fail.
Der ist dann wieder auf 8 Fail. Habe ich mir gedacht, ey, ich brauche keine 2 momentan. Ich habe einen 9er Gürtel, den kann ich dann rüberhandeln, falls ich mal was anderes mache. Ja, der ist komplett, sieht er selber runtergegangen, dann hat der Boden ihn gefressen. Hatte ich keine Lust mehr, da mehr Geld zu investieren. Dann noch einen magischen, entweder von Gilde oder ich weiß nicht, gezogen. Nochmal Mob muss ich auf 9 und wieder Fail. Ich habe echt kein Glück mit dem magischen, weil die manche hauen da drauf direkt auf 9, bei mir nicht. Ja, dann hatte Sandro Smuggies plus 6, da war die am Appen, waren plus 7, dann sind sie runter und dann haben jeder da Sigis reingeballert, also die Gilde, alle Sigis haben wir das zusammen gehabt, aber das Ding wollte einfach nicht auf plus 8, was ich spoilern kann, er hat es gestern auf 8 gezogen, GZ, hat endlich geklappt nach, keine Ahnung, gefühlt 400 Sigis oder mehr. Dann seht ihr hier, endlich ist der Brilliarde weggegangen, 100 won und jetzt werdet ihr auch sehen, ne, hatte ich ja schon angesprochen, was wir machen werden, hatten wir dann endlich die 100 won. Da hat anscheinend einer gehabt, weil der für 125 auch weggegangen ist, steckst aber nicht drinne. Ja, wir werden jetzt Rubine kaufen, mythische. Das werden wir jetzt erstmal ein paar Folgen so machen. Ich werde die sammeln und dann werden wir sie uppen. Weil ich habe geschaut aus dem Markt, habe ich mir gedacht, komm, wir werden die sammeln. Immer wenn ich so 25, 24 Won habe, lege ich die direkt auf Seite oder mehr und kaufe die. Hier habt ihr auch nochmal gesehen, nochmal einen nachgekauft. Ich weiß gar nicht, wie viele hier haben wir. 5 Stück haben wir schon. Mehr spoiler ich nicht. Da, dann Feuertali mit 20% abgegeben, mit Glanzfragmente, also fast 2 Won wert. Hat geklappt. Und was kam drauf? Ja, leider nichts Gutes, aber hat, Hauptsache hat geklappt, danach ist Fail gegangen. Gebe ich gerade momentan nicht ab, mal kostet schon 2 Won, ne, mit 20% ist schon ein bisschen, ja. Oh. Dann hier hat auf dem Damage Helm auch nochmal 6 oder 7 geklappt. Auf dem Blitzhelm will da nichts drauf. Dann haben wir hier nochmal 3 Segnungen. 3 Segnungen, 3 Verzaubern plus auf die Dolce. Ja, erst war Crap. Und die Nebenboni sind manchmal ganz gut mit 10 dB und noch was drauf, aber DSS will nicht. Ich glaube, wenn man mal vielleicht irgendwann ein bisschen Glück hat, ne, und da endet das auch schnell, weil ihr seht, Weltenboss ist gespawnt, aber wurde gerade Discord direkt gecallt, dann direkt dahin. Ja, dann haben wir jetzt noch 17 Gifties an der Zahl. Das war's dann schon mit dem kleinen Video. 17 Gifties plus 7, die hatten wir auf 9. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommi da, würde mich mega freuen. Über ein Abo, kostet euch nichts, kostenfrei, ihr wisst Bescheid. Und ja, dann guckt euch das mal zu Ende an. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, euer Exo. Ciao, ciao.